Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dich für diese Folge entschieden hast. Und ich wünsche dir jetzt ganz viele Aha-Momente und ja, vor allen Dingen auch ganz viel Spaß bei diesem heutigen Interview. Ich bin Melanie Siefert und mein heutiger Gast ist Speaker, Coach, Autor und noch ganz, ganz viel mehr. Er wird uns berichten. Ben Bark, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Melanie. Schön, da sein zu dürfen bei euch. Ich freue mich auch. Vor allen Dingen, wir können ja direkt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollten an dem Tag der Aufnahme heute eigentlich schon mittags das Interview aufnehmen. Und dann wurde bei mir nebendran ganz laut gebohrt. Und dann habe ich gesagt, du Ben, ich glaube, wir müssen verschieben. Und vielen Dank, dass du so spontan und flexibel warst, dass wir jetzt am heutigen Abend das aufnehmen können. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Wir machen für euch die Extrameile sozusagen Genau, heute. stimmt. Überstunden. Wir sind die Extrameile gelaufen, aber das machen wir sehr, sehr gerne. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Und magst du denn mal kurz teilen, wo wir uns im letzten Jahr, also 2019, kennengelernt haben, auf welcher Bühne wir sozusagen gemeinsam gerockt haben? Ja, ich durfte dich 2019 auf dem Immopreneur-Kongress kennenlernen. Da hast du eine fantastische Moderation gemacht, die Gäste wunderbar auf die Bühne geholt, das Publikum perfekt angeleitet. Das war unsere erste Begegnung und die ist mir tatsächlich auch sehr in Erinnerung geblieben. Du machst das einfach unheimlich cool. Wow, okay, ich wollte jetzt gar kein Kompliment abholen, aber vielen lieben Dank. Aber das kann ich einfach nur zurückgeben, weil ich erinnere mich da auch wirklich noch dran. Und ich habe mir sogar ein, zwei Sachen von dir abgeguckt, die ich auch schon mal auf der Bühne gemacht habe dann tatsächlich. Und du warst nämlich so der Energizer, der Motivation-Kick sozusagen, bevor ich dann die Moderation weitergemacht habe, immer so nach den Pausen. Und richtig, richtig cool. Also da sind die Leute auch wirklich mitgegangen, sind aufgestanden und haben mitgemacht. Das fand ich wirklich toll. Also da hast du dir auch ganz viele coole Sachen einfallen lassen. Vielen Dank. Schön, wenn du es adaptierst, ist es ja nur klasse. Eine schönere Ja, Bestätigung gibt es diese nicht. Klatschsache, wo man so sieben und fünfmal und zweimal oder so klatscht auf die Oberschenkel und in die Hände, das habe ich mal mit einem Publikum mit 1500 Menschen gemacht. Ja, cool. Richtig Da gut. Also entsteht vielen richtig Dank dafür. Energie, ja. Okay, cool. Aber wir, und, nee, beziehungsweise ich wollte mich mal fragen, du hast ja auch im Vorfeld erzählt, dass du Tobi ja auch schon mal auf einem gleichen Event kennengelernt hattest. Was, wann war das? Ja, ich hatte die große Ehre mit Tobi, jetzt lass mich lügen, ich glaube, das war 2018, waren wir beim Erfolgsdenkerabend in Siegen und da waren Gerald Höran, Bodo Schäfer, Tobi und ich tatsächlich für eine Keynote auf der Die Bühne. großen Total, total, ja, also. Ich in schönster Gesellschaft sozusagen. Es war ein tolles Event und wir sind später nochmal für eine große Firma aufgetreten und da hatte er die Keynote. Immer wieder total tolle Begegnung. Das ist ein unglaublich authentischer und liebenswerter Mensch. Hm. Ganz, hat viel Spaß gemacht mit ihm zusammen. Cool. Sehr cool. Perfekt. So, jetzt haben wir kurz mal so abgedatet, woher wir uns kennen und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal den Hörern ein bisschen mehr auf den Weg geben, was denn so hinter dir steckt und was du schon erlebt hast. Ich darf einmal in die offizielle Anmoderation übergehen und dann gibt's die Fragen an dich. Ben Bark ist überzeugt, wer im Leben etwas bewegen will, fängt am besten bei sich selbst an. Und er muss es wissen, denn als promovierter Sportwissenschaftler war er mehr als 10 Jahre an der Deutschen Sporthochschule in Köln tätig. Dort hat er unter anderem die Wirkung der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper erforscht, was es nicht alles gibt. Der plötzliche Tod wiederum seines Vaters hat seinen Lebensweg komplett verändert und führte ihn zu einem direkten Engagement bei seinen Mitmenschen. Seither begleitete Dr. Bark über 350 erfolgreiche Unternehmer und Persönlichkeiten dabei, sowohl ihre Gesundheit, ihr persönliches Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit gleichermaßen zu entwickeln. So profitieren zum Beispiel, wir haben ihn gerade schon erwähnt, Speaker wie Bodo Schäfer und der bekannte Fußballprofi Toni Schumacher für alle drei Ebenen, nämlich Körper, Geist und Seele von deinem Know-how. Auftritte in namhaften Unternehmen wie zum Beispiel Audi, Jacobs, Sage und FedEx sorgen ebenso wie
seine öffentlichen Auftritte mit inspirierenden Vorträgen zu Bewegung, Ernährung und Motivation für Begeisterung beim Publikum. Und wie gerade schon erwähnt, das durfte ich auch schon live miterleben. Mithilfe seiner 3x3-Formel, die ja auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurden, hilft er vielen Menschen, Entspannung und gesunde Bewegung spielend leicht in ihren Alltag zu integrieren. Ich glaube, da kann ich auch noch viel von dir lernen. Ja, du schärfst das Bewusstsein für die eigene Gesundheit und legst damit das Fundament für jeden Erfolg in Beruf und Privatleben. Und neben wissenschaftlichen Publikationen hast du auch noch das Buch Rendezvous mit dem Schweinehund im Medizinverlag veröffentlicht. Also, das klingt spannend und nach ganz schön viel. Ben, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist hier im Bewohnerfrei-Podcast. Ja, vielen, vielen Dank, da sein zu dürfen. Toll, tolle Anmoderation, herzlichen Dank. Vor allen Dingen dieses Dr. Bark, das hat mich fast an Dr. Bob erinnert, oder? Ich weiß gar nicht, das RTL-Format da. Okay, ja, nein, um Gottes Willen. Ja. Pointiert, so ungefähr. Genau, ne? Richtig. Ja, also, ich habe es gerade gesagt, du bist überzeugt, wer im Leben was bewegen will, fängt am besten bei sich selbst an. Nimm uns doch da mal mit, was verbirgt sich dahinter? Warum ist das so auch ein Zitat, was ja, glaube ich, auch auf deiner Website steht und was du auch, ja, wo du hinterstehst? Ja, das ist als allererstes, glaube ich, dass jeder Mensch für sich selber verantwortlich ist, die Dinge, die er gerne im Leben erreichen möchte, auch anzupacken. Dieses zu Hause sitzen und darauf warten, dass irgendwelche Wunder geschehen und uns was in den Schoß fällt, das gibt es vielleicht allenfalls in irgendwelchen Hollywood-Streifen. Und deswegen, das ist der erste Ansatz. Also für alles, was wir im Leben erreichen wollen, dürfen wir anpacken. Und der zweite ganz klare Ansatz, und das eben auch sehr am eigenen Leibe sozusagen miterlebt ist, auch das Thema Gesundheit ist eine Entscheidung als allererstes. Sich zu entscheiden, eher etwas Gesundes zu essen, als die ganze Zeit nur irgendwelchen Mist, sich eher zu bewegen, als die ganze Zeit nur rumzusitzen, sich weniger zu stressen und einfach mal ein bisschen mehr zu entspannen. Das alles sind ganz bewusste Entscheidungen. Und auch dahinter steckt eben der Ansatz, gerade wenn es um Bewegung geht, wenn es um Gesundheit geht, dann ist das Fundament für alles im Leben. Also darauf sattelt auch jeder Erfolg auf und jedes Glück. Und damit will ich nicht sagen, dass jemand, der Einschränkungen hat, nicht ein glückliches Leben führen kann. Aber wir nehmen tatsächlich im großen Maße auf unsere Gesundheit Einfluss. Und diese Chance können wir eben über Bewegung, über Entspannung, über Bewusstsein ganz wesentlich entwickeln. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie machst du das denn im Alltag? Also ich meine, es sagt sich ja immer so leicht, ne, auf all das zu achten und es zu integrieren. Und ich kenne es von mir, ich schaff's mal gut und dann habe ich irgendwie so einen Flow und sag so, yes, alles super integriert. Und dann ist irgendwie wieder so eine Phase, wo irgendwie gar nichts klappt und man denkt sich so, Mensch, wie machst du das denn? Ja, tolle Frage. Viele gehen ja immer davon aus, auch gerade bei mir, dass ich wahrscheinlich unfassbar viel mache. Und ganz ehrlich, wir haben ja alle diese tollen Fitness-Tracker heute. Bei mir sagt die immer durchaus 9-10 Stunden sitzen am Tag. Ich mache halt bestimmte Sachen zwischendurch und die sind ganz, ganz vernünftig unterm Strich. Und darüber können wir gerne gleich auch einmal ein bisschen sprechen. Aber ganz entscheidend will ich auch mal für mich sagen, gerade was so das Thema Geduld angeht oder Entspannung angeht, ich habe so viel Luft nach oben. Ich bin so ein Mensch, der dieses Stoßgebet ausbringt, lieber Gott, schenk mir Geduld, und dann ergänze ich das noch um den Satz gestern oder um das Wort gestern. Also ich bin auch jemand, der viel Luft nach oben hat. Aber ganz konkret auf deine Frage, ich mache tatsächlich morgens immer ganz bewusst was. Das geht ungefähr 10 Minuten. Und das ist auch nicht nur Bewegung, aber da sieht man schon, für mich ist der Start in den Tag etwas ganz, ganz Entscheidendes, um eben eine andere Energie für den Tag zu besitzen und auch schon großen Erfolg und eine große Wertschätzung mir selber zuteilwerden zu lassen. Und dann gibt es etwas über den Tag, das ich das 3x3 oder die 3x3-Formel nennt. Und das beruht eben auf der wissenschaftlichen Forschung, dass es extrem viel Sinn macht, über den Tag mal eine bewusste Pause zu machen, aber sich auch mal ganz gezielt zu aktivieren, um am Ende ein hohes Wohlbefinden, eine hohe Energie zu haben, auch eine Kreativität oder Produktivität, wie man das will, und vor allen Dingen Stand wissenschaftlicher Forschung einen der wichtigsten Beiträge zur Gesundheit leisten kann. Ja, und das mache ich. Also, ja, okay. Da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, weil, also, da ertappe ich mich jetzt auch gerade schon wieder. Ich glaube, ich nehme hier selber heute noch ganz, ganz viel mit in unserem Interview. Sehr cool auf jeden Fall, weil
ich glaube, also ich kenne es von mir und ich glaube, es kennen wahrscheinlich auch viele, die gerade zuhören, dass wir immer denken, es ist so viel. Also ne, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde Sport am Stück machen oder sowas. Oder ne, immer dieses Viele und dann macht man halt gar nichts. Anstatt irgendwie wirklich, ne, selbst wenn man jeden Tag nur 5 Minuten sich ein bisschen bewegt, ist es ja schon mehr als gar nichts zu tun. Und dann kann man ja immer noch erhöhen. Und ne, deswegen ja auch deine 3x3-Formel. Aber was hast du denn da so für kleine, knackige Sachen, die man dann so am Tag verteilt machen kann? Ja, wir können gerne an der Stelle auch die Leute ein bisschen was ausprobieren lassen. Wenn du Lust hast, später nochmal einen Link in dem Zusammenhang teilen. Die 3x3-Formel kann man natürlich auch gerne mal kennenlernen. Und da drin zum Beispiel der Skifahrer. Wenn es wirklich darum geht, mal dem Mittagstief so einen richtigen Kick in den Hintern zu geben und den Stoffwechsel richtig anzuregen und auch die Muskulatur da drin zu fordern, dann ist der Skifahrer einfach eine Position, eine Kniebeuge, bei der man schön wippt in den Knien. Und dabei zündet der Stoffwechsel. Also jeder, der da nicht merkt, dass das richtig effektiv sein kann und wirklich 3 Minuten, das ist ja immer die... Das brennt dann in den Oberschenkeln. Also 100%. Das ist so ein Bereich. Oder Hirnergie ist eine Entwicklung von mir, wo es ganz gezielt darum geht, verschiedene Areale im Gehirn durch einfache Übungen zu aktivieren. Dabei kombiniert man beispielsweise Bewegungen mit Sprache. Das sind kleinere Knobeleien oder sowas. Dabei entsteht dann so eine Art Funkenflug im Oberstübchen und ganz viel geistige Frische. Und ich kann mich immer wieder nur fragen, wieso Menschen das einfach nicht zwischendurch für sich nutzen. Weil es ja am Ende ist es Spaß, es ist leicht, es gibt sofort einen Energiekick und und das, was wir dann an Herausforderungen machen, dem können wir uns einfach mit mehr Energie stellen. Und das haben wir alle im Alltag. Ja, das ist so wertvoll, ne? So wichtig. Man muss es halt so wie mit allem einfach machen. Aber wie machst du das denn? Also zum einen, was machst du denn morgens da in diesen 10 Minuten? Und wenn man so am Tag, also ich meine, ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass man das ja auch gerne vergisst, wenn wir das nicht so gewöhnt sind, ne? Da wirklich auch zwischendurch mal was zu integrieren. Und wenn es eben nur 30 Sekunden wären oder eine Minute, stellst du dir dann einen Wecker oder was ist da so dein Tipp irgendwie? Ja, ich gehe erstmal auf die morgendlichen, den morgendlichen Powerstarter ein. So heißt zumindest diese kleine Bewegungseinheit, die da drin stattfindet. Da habe ich tatsächlich eine spezielle Hantel, eine Reaktivkrafthantel. Da ist ein Granulat drin. Ich könnte jetzt auch den langen Arm machen, weil sie immer an meinem Schreibtisch steht. Die ist zwischendurch auch im Einsatz. Da ist ein spezielles Granulat drin. Das wird bei Bewegung beschleunigt. Und dann sind eben innerhalb von 10 Minuten bei jeder Übung so ungefähr 300-400 Muskeln gleichzeitig aktiv in einer hohen Frequenz. Und dabei entsteht natürlich ein ganz, ganz starker Effekt auf den Stoffwechsel. Also ich habe dann innerhalb einer 10-Minuten-Einheit ungefähr 10.000 Wiederholungen gemacht. Und das schaffe ich natürlich mit kaum einem anderen Training, da so effizient zu sein. Und das ist morgens meine Routine, die eben Bestandteil auch eines Ablaufs ist. Also beispielsweise geht es natürlich auch darum, dass ich mir einen Fokus für den Tag festlege, dass ich eine Form der Dankbarkeit auch für das, was ich habe, eine wunderschöne Frau und jetzt nicht nur im Interview, sondern auch hier zu Hause, eine Tochter, die jetzt 14 Monate alt geworden ist. Oh. Also wir führen schon ein extrem privilegiertes Leben und das dürfen wir uns auch einfach immer wieder bei all den kleinen Herausforderungen. Es ist okay, auch mal irgendwie ein bisschen betrübt zu sein und auch mal ein bisschen den Kopf hängen zu lassen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment darf uns das immer wieder klar werden und dann sind wir sowas von privilegiert und führen ein so freies Leben. Und jeder, der sich das nicht eingestehen kann hier, der darf sich mal in der Welt ein bisschen umschauen und dann kommt vielleicht auch ein Ticken Demut auf. Also das sind so Sachen und beispielsweise der Fokus für den Tag, auch das als Beispiel erwähnt. Ein Tag, in dem wir viele Herausforderungen haben, bei dem wir festlegen, was macht diesen Tag erfolgreich und nur eine Sache und ich mache die, dann ist der Tag doch schon cool gewesen. Und das sind eben auch so die Dinge, warum ich morgens direkt was in Sachen Bewegung mache, andere Energie für den Tag, schon direkt was Wichtiges für mich getan, was mir gut tut, was der Gesundheit... Haken dran. Ey, wir lieben das ja. Klar, diese Checklisten-Themen, ne? Aber wenn die an den ganzen Tag irgendwie 50 Punkte draufstehen und du hast 3 abgehakt, dass man dann nicht besonders glücklich und zufrieden ist, liegt ja irgendwo auf der Hand.
Da hast du mich jetzt gerade schon wieder ertappt. Ich bin auch so jemand, der zu viel auf seinen Listen stehen hat und es bringt einfach gar nichts. Aber ja, da finde ich auch noch den richtigen Weg für mich. Aber das ist echt auch so ein Punkt. Ich glaube, da haben auch einige mit zu tun. Da kannst du ja nie glücklich sein, ne, am Ende oder nie gefühlt erfolgreich, weil du immer denkst, ja, okay, hast du nichts geschafft. Ja, absolut. Und klar, wenn wir, wie du ja auch, Hummeln im Hintern haben, ne, dann schreiben wir natürlich auch viel auf. Aber es macht manchmal Sinn, eben die Dinge auch einfach runterzubrechen und sich auf was zu konzentrieren oder sowas. Das am Ende sind ganz entscheidende Faktoren auch für den Erfolg. Und um deine zweite Frage zu beantworten, das Thema über den Tag. Ich arbeite tatsächlich ganz bewusst nicht mit einem Wecker. Wir sind in so vielen Punkten wirklich auch fremdbestimmt in unserem Alltag. Und dann klingelt das Handy, irgendeine Nachricht, dann soll ich darauf reagieren, dann poppt die nächste E-Mail auf, dann der nächste Termin. Also es ist tatsächlich so, dass ich eher auch versuche, den Menschen, die ich begleite, die ich erreiche, nahezulegen, dass sie eher wieder Signale ihres Körpers wahrnehmen dürfen. Und natürlich helfen uns technische Helferlein im Alltag. Überhaupt keine Frage, die sind auch nützlich. Ich bin kein Verteufler dieser ganzen Technik. Ich bin nur jemand, der sagt, wir dürfen damit verantwortungsvoll umgehen. Mhm. Und Signale des Körpers können beispielsweise sein, dass es so eine geheime Schublade am Schreibtisch unten gibt. Wenn man die aufmacht und da reingreift, dann knistert das und man hat da so total bunte Sachen drin und die sind schön eingepackt und sowas. Wenn ich zum Beispiel so einen Hieper auf diese Sachen bekomme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Körper müde ist. Oder wenn ich dazu tendiere, abgelenkt zu sein, also abschweife, dieses berühmt-berüchtigte Löcher in die Decke gucken oder ich so einen Kaffeedrang oder Koffeindrang habe. Das alles sind ja eigentlich nur Signale unseres Körpers, die nebst auch schmerzhaften Erfahrungen sein, wie Nackenverspannung oder Rückenverspannung oder Kopfschmerzen. Da spricht einfach unser Körper in verschiedenen deutlichen Stufen, die können dann irgendwann sehr, sehr deutlich werden und fordert auf, dass wir was anders machen dürfen. Und wenn wir dafür Bewusstsein schaffen, also wenn wir bewusster auch unseren Alltag zwischendurch wahrnehmen, wenn wir uns selber mal reflektieren, wann erlebe ich zum Beispiel auch in meinem Alltag, wann ich ein bisschen müde bin, ganz klassisch Suppenkoma oder Nachmittagstief. Und ich sage jetzt, ich brauche jetzt nicht irgendwie die Kaffee-Flatrate oder ich muss meinen Chef dazu anpumpen, dass er mir noch eine Kaffeemaschine ins Homeoffice stellt, sondern ich erkenne, dass das auch mit einer körperlichen kleinen Aktivierung ablaufen kann, die mir vor allen Dingen dann auch noch wirklich gesundheitlich gut tut, dann ist das eigentlich irgendwann nur noch die einfachste Form der Selbstwertschätzung, die ein Mensch auch leben kann. Ja, Wahnsinn, ne? Dass man, also vor allen Dingen sagt man nicht auch immer, also ich, so wenn man so Kinder sich anguckt, ne, habe ich gerade so im Kopf, die bewegen sich ja nur, also hoffentlich und zum Glück. Und irgendwann, ja gut, jetzt kommen wir dann wieder, ne? Sitzt du halt in der Schule und sitzt halt nur wahrscheinlich, ne? Oh wei, das gute Thema Schule, aber und auf einmal ist so diese Energie da weg oder dieses Ganze, ne, das Offene und dieses Bewegen tatsächlich. Und eigentlich sind wir ja so schon immer gewesen, ne, als Kinder. Ja, wir sind gemacht Wahnsinn. Für Bewegung tatsächlich. Ja. Du sprichst ein für mich auch sehr schmerzhaftes Thema in dem Sinne an, weil das wirklich schade ist. Ne? Mhm. Also ich brauche das nur bei meiner Tochter zu sehen. Das ist die größte Errungenschaft. Die hat ein paar Tage, bevor sie das Laufen anfing, konnte die überhaupt nicht mehr vernünftig schlafen. Die kam gar nicht mehr zur Ruhe, weil die das so unbedingt wollte, auch diesen nächsten Schritt dann im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Und ja, ich glaube, wir machen in unserer Gesellschaft uns sitzend über Schule, über auch solche Sachen wie Stillsitzen und jetzt konzentrierst du dich und so weiter. Ja. Und eigentlich dürfen wir diesen Bewegungsdrang einfach am Leben erhalten. Wir dürfen dieses Verrückte da drin auch weiter am Leben halten. Ganz ehrlich, du hast es ganz am Anfang gesagt, dieses viel machen oder sowas. Nein, lass es doch einfach mal einfach sein. Lass es doch einfach mal Spaß machen. Lass es doch einfach mal direkt wirken. Nimm doch einfach mal wahr, was dabei passiert auch. Und dann kann ich nur sagen, diese einseitige Denke über Intensität und Umfänge immer nur zu gehen, das ist sehr eindimensional gedacht, weil unser Körper eben von wenig in den richtigen Momenten viel mehr profitieren kann. Ich habe dazu im Übrigen auch ein sehr cooles Beispiel, was das nahelegt. Nehmen wir mal das klassische Zähneputzen. Und jetzt sagt jemand, geht zu seinem Zahnarzt oder zu seiner Zahnärztin und sagt, hey, das wäre doch jetzt super, ich will ein bisschen effizienter Zähne putzen. Ich will das ab jetzt ein- oder zweimal die Woche machen. Ich mache aber dann auch eine Stunde und ich benutze auch diese Ultraschall 3D 100.050 Version. Ich nehme Zahnseide, Mundwasser und was weiß ich nicht, was alles noch. Und dann, Ärzte schwören ja einen hippokratischen Eid, dann wird der
Zahnarzt und die Zahnärztin hoffentlich sagen, das macht relativ wenig Sinn. Es darf einfach über den Tag, immer wenn etwas ins Ungleichgewicht kommt, gilt eben auch für unsere Mundhygiene, aufgeräumt werden. Und beim Mega Beispiel. Menschen, ne? Ja. Es ist bei Entspannung und bei Bewegung genau das Gleiche. Dinge kommen ins Ungleichgewicht, man räumt sie direkt auf, es ist viel weniger Aufwand, ich habe sofort mehr Energie und vor allen Dingen hilft es auch wirklich unterm Strich. Aber weißt du, da sagst du wieder auch einen guten Punkt, weil, also ich meine, dieses Zähneputzen-Beispiel ist ja grandios, aber da, also ich hatte jetzt gerade den Impuls, ja, wir lernen aber auch als Kinder, du musst dir jeden Tag, im besten Fall morgens und abends, die Zähne putzen. So, das ist ja so integriert. Das heißt, das haben wir ja, das gehört irgendwie im besten Fall zum Tagesablauf dazu. Und ja, aber so andere Dinge halt nicht, ne? Wie, weiß ich nicht, jeden Morgen auch noch 5 Minuten vielleicht sich bewegen, Hampelmänner machen, I don't know. Oder dann vielleicht sogar auch Meditation oder sowas. Wenn wir das wahrscheinlich von früh auf auch schon so mitbekommen würden, dann wäre es wahrscheinlich auch so total normal, ne? Exakt. Es ist, ja. Es ist auch genau der Grund, warum ich in Schulen sehr engagiert bin, immer wieder, um das wieder als ganz andere Begleitung des Unterrichts auch als kleines Ventil mitzunutzen. Wir könnten jetzt über das ganze Thema so lange sprechen, weil das ja auch eine Form der Erziehung mit ist. Ich kann nur appellieren an alle Erwachsenen, die uns gerade zuhören, macht's euren Kindern doch vor, genau. Macht doch morgens mal ein paar Minuten, zeigt denen das, lasst das Teil des Alltags werden. Ihr profitiert alle unfassbar davon. Mhm. Und du hast vollkommen recht, Dinge, die wir lernen, die Gewohnheit werden, und damit wären wir auch schnell bei diesem Schweinehund-Thema, das uns dann irgendwie begleitet. Alles, was Gewohnheit ist, läuft im Autopilot. Das kann vorteilhaft sein, das kann nachteilhaft sein. Wir haben ja auch Gewohnheiten, die nicht so toll sind. Das wäre eine, die richtig, richtig toll ist. Und dafür darf man eine Zeit lang am Ball bleiben. Dafür darf man diese Dinge eben wirklich auch an Dinge, die schon verinnerlicht sind, koppeln. Und plötzlich wird das viel, viel einfacher. Ich merke, du brennst dafür, für dieses Thema. Und wir können hier gerade in alle möglichen Richtungen abschweifen. Was ich tatsächlich gerade auch noch als Frage im Kopf hatte. Jetzt sind wir ja schon so reingegangen, du hast schon Tipps gegeben. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt genau das machst, was du heute machst? Also war ja auch wahrscheinlich nicht schon immer so. Wir haben ja vorhin in der Anmoderation gehört, du warst irgendwie an einer deutschen Sporthochschule. Gut, Sport war da auf jeden Fall auch schon ein Thema. Aber wie war da so dein Weg? Was waren so die Main Facts, dass du wirklich jetzt gesagt hast, genau das ist es halt, was dich da so berührt und wofür du brennst und was du machen willst? Ja, also es gibt natürlich persönlich und emotional auch Faktoren, die mich dahin getrieben haben. Also ich glaube, dass gerade auch Menschen, die in diesem Podcast sprechen, alle auch irgendwie einen Drang haben, innerlich stark motiviert sind, Dinge auch umzusetzen. Und für mich ist es so gewesen, auch an der Sporthochschule, wir Sportwissenschaftler, wir glauben ja irgendwann, wenn wir einmal am Tag trainieren oder sowas, dann haben wir den Heiligen Gral entdeckt für uns. Und das war für mich auch eine unfassbar krasse Erfahrung, in Studien, in meiner Forschung irgendwann darauf zu stoßen, dass große Studien aus Australien zeigen, dass eine Stunde 22 Minuten Lebenszeit, also eine Stunde sitzen 22 Minuten Lebenszeit kosten. Wow. Weil das ja... Und das einmal am Tag Sport treiben, das nicht ausgleichen kann, das ist ja dann nochmal die nächste Watsche. Du denkst schon, du machst schon viel, du bist schon engagiert, aber du gleichst 2-3 Stunden am Tag am Stück sitzen nicht mehr aus darüber. Selbst wenn du wirklich laufen, Yoga, Fitnessstudio, Rennrad fahren, was weiß ich, schwimmen gehen, alles Mögliche, ist ganz egal. Weil unser Stoffwechsel einfach über den Tag so belastet wird. Und jetzt kann ich da auf viele einzelne Punkte wieder eingehen, würde, glaube ich, eher verwirren. Für mich ist es so gewesen, ich habe schon sehr früh auch an der Sporthochschule im Bereich der Institute in der Forschung gearbeitet. Dadurch kamen auch diese 10 Jahre am Ende zusammen, weil ich sehr früh eben die Schwerelosigkeitsforschung in der Physiologie begleitet habe. Und ich war Anfang 20, als mein Papa an Krebs erkrankte und tatsächlich auch innerhalb eines halben Jahres daran verstorben ist. Und mit dem Blick und dem Wissen von heute würde ich ganz, ganz vieles anders machen. Und ich kann nur sagen, für uns als Familie, das war und das ist auch immer noch ein ganz, ganz schwerer Teil im Leben gewesen. Mhm. Und ich habe für mich entschieden, dass nicht von heute auf morgen, sondern in einem Prozess, dass ich möchte, dass das anderen Menschen nicht so widerfährt, dass ich möchte, dass der Tod meines Vaters im Prinzip
ein höheres Ziel verfolgt. Und dass Menschen eben einfach über ihre Gesundheit aufgeklärt werden, über ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden und dass sie am Ende auch auf der Grundlage, was sinnvoll ist und was wirklich auch mit wenig Aufwand funktionieren kann, ganz bewusst eine Entscheidung treffen können. Und zwar für oder gegen. Und dann ohne Garantie, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, ne? Gerade wenn es Menschen vielleicht auch gibt, die zuhören und die betroffen sind von dieser Krankheit. Es gibt keine Garantie, aber es gibt durchaus Dinge, mit denen wir Einfluss nehmen können, mit denen wir nochmal mitlenken und leiten können. Und das hat mich dann irgendwann veranlasst, auch die Wissenschaft zu verlassen. Ich habe unheimlich tolle Wissenschaftler kennengelernt, alleine mein Institut. Also falls ihr das mal hört, Fabian, Marc und Nils. Grüße gehen raus. Genau, auch auf diesem Wege. Wir haben toll zusammengearbeitet, gerade auch die Schwerelosigkeitsforschung, unfassbar spannendes Thema. Ich habe mich irgendwann entschieden, nicht mehr für die Schublade zu forschen, sondern das, was an Erkenntnissen auch da ist und wo ich immer natürlich auch noch weiter mich entwickle und weiter von Forschern lerne, Menschen in ihren Alltag integrieren zu lassen. Das ist dann das Engagement geworden, aus der Forschung eben wirklich Menschen ein praktisches Werkzeug, ein Handwerkzeug zu geben. Und du hast ja auch, wie du sagst, ne, jeder hat so seine Beweggründe und oftmals ist es dann doch so dieser eine Moment oder dieses eine Thema, was einen dann irgendwie bewegt und dann doch auch irgendwie dazu führt, dass man halt vorangeht und es zum Guten nutzt irgendwie. Ja, also ja, danke fürs Teilen auch. Und du hast auch gesagt, ich habe es auch wiederum vorgetragen vorhin, mit Bodo Schäfer hast du ja auch schon zusammengearbeitet oder mit dem Fußballprofi Toni Schumacher. Wie läuft sowas dann ab, wenn dich jemand da bucht und du mit demjenigen zusammenarbeitest? Also ist das so komplett so one-on-one oder auf wie viel, also wie lange dann? Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Ja. Also in der Tat ist das natürlich so in den Fällen gewesen, dass es Einzelcoachings wirklich sind. Und im Grunde genommen ist es so, ich mache das heute noch mit circa 10 Leuten im Jahr, weil das sehr aufwendig ist, weil ich da auch wissenschaftliche Analysen dem zugrunde lege, also welcher Bewegungstyp ist man, welcher Stoffwechseltyp ist man. Und Bodo hat das ja auch mehrfach schon öffentlich gesagt, war in einer gesundheitlich auch anspruchsvollen Phase. Ich habe ihm da sehr helfen können, habe auch unheimlich von seinem Wissen und von dem sehr freundschaftlichen Austausch, den wir gepflegt haben, profitiert und konnte ihm dann auch natürlich aus dieser gesundheitlichen Misere raushelfen. Und er hat das einfach, also das, was sich aufgestellt hat, auch Übungsformen, kann man sagen, an Vorgehen, an den Zusammenstellungen auf Körper, Geist, seelischer Ebene. Das hat er, so wie er halt ist, durchgezogen, umgesetzt und hat die entsprechenden Ergebnisse dadurch gewonnen. Und so waren das eben ja Unternehmer auch, Persönlichkeiten auch, die man aus dem öffentlichen Leben kennt. Viele wollen ja auch nicht genannt werden. Ja, klar. Natürlich respektiert. Ja. Die ich im 1:1 begleitet habe. Ja, cool. Und also ich springe jetzt gerade so ein bisschen, aber das war gerade so, weil du ja auch gesagt hast, okay, du hattest dann diesen einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt willst du halt da mehr in die Richtung gehen und ja auch anderweitig forschen und so weiter. Wie kam es denn, also was waren dann so die nächsten Schritte, dass du gesagt hast, okay, ich mache mich da auch selbstständig mit eigenen Produkten und so weiter. Also wie war da so dein Weg, dass du es auch wirklich dann durchgezogen hast und da so tatsächlich dann auch, ja, weiß ich nicht, die Wege zu Bodo Schäfer und Co. geführt haben? Ja, ich will das ganz deutlich auch mal sagen, weil das, glaube ich, für jeden Einzelnen, der das auch hört, einfach eine wichtige Botschaft ist. Wir können uns natürlich im Leben anstrengen, uns engagieren, uns reinhängen und dann kriegen wir Chancen. Und die können wir ergreifen, die können wir aber auch übersehen und dann kommen neue. Ja. Und genauso ist das auch. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles zu bestimmen war, sondern durch das, was ich als Mensch mit meinem Wissen in der Kombination reingebracht habe, hat diese Menschen wiederum angesprochen. Und dann ist es schnell so, dass du natürlich auch empfohlen wirst, wenn du Menschen hilfst. Und so ist dann eben, kommt man an sehr spannende Menschen mit heran. Und ja, das ist eigentlich der wesentliche Hintergrund. Also wirklich engagiert zu sein an der Stelle, es hinzunehmen, dass es ordentlich auf die Mütze gibt zwischendurch, spannenden Menschen und erfolgreichen Menschen zuzuhören, von deren Wissen, von deren Schritten zu profitieren,
Bodo hat mir damals sehr nahegelegt, ich sollte in die USA gehen, mir da auch Dinge anschauen und die mit nach Deutschland bringen. Nein, den Rat bin ich nicht gefolgt. Ich bin meinem wissenschaftlichen Thema weiter treu geblieben und habe das verfolgt. Aber das war ein gut gemeinter Rat. Und er hat natürlich recht, viele Dinge kommen von da, ne, und werden dann, ich sag mal, in Anführungszeichen erfolgreich kopiert hier. Aber ich habe mich ganz bewusst entschieden, das so nicht zu machen. Aber das ist eben auch etwas, die Dinge wahrzunehmen. Und ich war damals, und das ist auch vielleicht noch ein ganz spannendes Detail über mich, eher aus einer Familie kommt, die ein Angestelltenverhältnis gepflegt hat, wo es auch sehr sicherheitsbewusst gedacht wurde. Und das habe ich echt gelernt. Das habe ich auch deutlich mit Druck und Veränderung und Verlassen eben einer Art Komfortzone lernen dürfen, dass man keine Sorge haben muss, sich Monat für Monat das zu verdienen, was dann auch auf dem Konto landet, dass das durchaus schwanken kann, all die Dinge. Und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass mir Menschen dann einfach reflektiert haben, dass das, was ich mache, extrem einzigartig ist, auch in der Art und Weise, wie ich das mache. Und Ja, vielen Dank. Das ist so, ich könnte irgendwie so alles unterschreiben, weil ich kenne das auch, dass auch gerade, was du meinst, so dieser Punkt, dass dann auch trotzdem, auch wenn man vielleicht weiß, dass es gut ist, was man macht und so weiter, oder man irgendwie weiß, okay, du machst es vielleicht anders als andere, egal in welcher Form, aber zumindest so diese Bestätigung dann doch auch zu bekommen von Kunden, Teilnehmern, was auch immer, aber von außen oder von denjenigen, mit denen du zusammenarbeitest, finde ich, ist auch unfassbar hilfreich, dann irgendwann zu verstehen, okay, das ist wirklich richtig gut, was ich hier mache, und es hilft den Leuten. Also das erlebe ich gerade auch mit meinem eigenen Online-Programm, was ich habe, wo ich sage, oh krass, okay, ich kann den Leuten wirklich was beibringen. Und das stelle ich mir gerade genauso vor wie bei dir, ne? Dass dann du irgendwann dadurch auch wieder gespiegelt bekommen hast, ja krass, okay, geil, nochmal jemandem geholfen. Also in bestimmten Knackpunkten finde ich das wirklich ganz, ganz wichtig, auch um das eigene Mindset natürlich zu verändern. Ich warne allerdings in einem Zusammenhang schon darauf, sich sehr von dem Außen abhängig zu machen, weil man natürlich auch irgendwann die eigene Verbindung verliert. Ja. Und ich bin beispielsweise sehr werteorientiert aufgewachsen in der Familie durch meinen Vater und meine Mutter auch. Und ich könnte mich nie davon freimachen. Also die Dinge sind natürlich ganz, ganz stark in mir. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich nicht nur vom Außen abhängig zu machen, natürlich gerne auch mal Kritik, positiv wie negativ, wahrzunehmen, die auch zu reflektieren, sich aber nie in seinem Handeln von rein vom Äußeren abhängig zu machen. Also stimme ich dir auch komplett zu. Es ist halt so ein Mix, ne? Also wenn du halt nie mal hörst, okay, das gefällt jemandem, was du machst, oder es hilft den Leuten, dann hast du irgendwie, da fragst du dich natürlich irgendwann auch, okay, warte mal, funktioniert's, kann es erfolgreich sein? Aber natürlich darf man da auch, wenn irgendwie am Anfang vielleicht es nicht so ist, trotzdem an sich glauben, ja, definitiv. Ja. Ist halt so beides, ne? So ein guter Mix von beidem. Und du hast es gerade schon angesprochen, auch so dieses, okay, bei sich bleiben, nicht nur im Außen sein, und gerade, du hast ja viele Impulse für Körper, Geist und Seele, diese drei Faktoren. Kannst du da vielleicht nochmal so für unsere Hörer sowas raushauen, wo man sagt, okay, was sind so da nochmal ein paar Impulse, was kann ich tun, um auf meinen Körper ganz bewusst zu hören, auch den Geist und die Seele, dass man da so ein Kombipaket hat, also was sind da so nochmal konkrete Impulse für diese drei? Ja, also sehr, sehr gerne. Das Erste, was halt wichtig ist, auch für jeden, wir Menschen bestehen halt aus unterschiedlichen Teilen. Es gibt eine biochemische Ebene, es gibt eine neuronale Ebene und so weiter. Also Körper, Geist, Seele sind einfach verschiedene Bereiche, auf die wir auch alle achten dürfen. Weil wenn so einer völlig hinterherhinkt, dann bist du einfach, nicht in deinem Element, dann bist du irgendwann belastet. Und die wesentlichen Quellen, um das einmal zusammenzufassen, sind im Prinzip Bewegung als eine ganz wichtige. Davon profitiert Psyche und Physis, also Körper und Geist oder auch Seele. Dann haben wir Nahrung als wichtige Energiequelle. Und wir haben Gedanken als ganz, ganz wesentlich. Und dann gibt es dann noch Schlaf, der eben auch eine große Rolle spielt. Und jetzt könnte ich eigentlich über alle so ein bisschen was erzählen als Impulse. Wir haben ja aktuell nicht nur Aha-Regeln, sondern Gedankenhygiene finde ich auch in dieser Zeit zum Beispiel unfassbar wichtig. Wenn man so wirklich das einmal auf den Punkt bringt, dann würde ich sagen, gerade was das Thema Entspannung angeht,
können einem wirklich wenige Minuten der Selbstreflexion einfach mal spüren, einfach mal wahrnehmen, was um einen herum passiert. Was rieche ich, was höre ich, wie fühlt sich mein Fuß gerade, welche Verbindung, wo berührt mein Körper den Boden oder auch irgendeinen Untergrund. Das sind ganz einfache Methoden, um sozusagen den Körper einfach ein bisschen mehr wahrzunehmen. Das fehlt ganz, ganz vielen Menschen. Weil wenn ich den Zugang habe, dann spüre ich ja beispielsweise auch, ich bin total verspannt gerade, ich könnte jetzt was für mich machen. Das wäre also ein einfacher Zugang, darauf Rücksicht zu nehmen. Dann helfen beispielsweise Atemübungen, einen tiefen Atem, langsamen Atem zu haben. Was ich unheimlich toll finde, auch für einen sehr starken Moment ist, sind eben Energieposen, bei denen ich beispielsweise die Siegerposition einnehme, die Arme stark über den Kopf strecke, genau, löst sofort in unserem Körper ein gutes Gefühl aus und macht einen mutiger wirklich, belegt, wissenschaftlich belegt. Und das ist doch super, das machen jetzt gerade mal alle mit, ja? Genau. Handy beiseite legen oder aufstehen und die Arme hochreißen und die Siegerpose machen. Oder spätestens, wenn es nicht jetzt geht, nach der Podcast-Folge, wenn wir beendet haben. Das geht auch jetzt. Und dann kriegt man so einen riesen Energieschwall in alle Richtungen. Und die Nachbarn wundern sich, was gerade passiert. Genau, ja. Sehr cool, ja. Und da in der Situation beispielsweise sich ein unheimlich schönes Erlebnis vor das innere Auge zu führen. Das kann ja ein schöner Ort sein, das kann ein Erlebnis mit der Familie sein, irgendeine berufliche Errungenschaft, was auch immer diesen Menschen in dem Moment bewegt. Und das löst ja etwas in uns aus. In dem Moment ist der ganze Körper in einer ganz anderen Energie. Und ganz ehrlich, ich kann das nur nochmal sagen, diese kleinen Schritte, von einem kleinen Sprint auf der Stelle über eine Siegerpose zu machen, über mal kurz durchzuschnaufen. Es gibt wirklich nur die Entscheidung, ich will es machen oder ich will es nicht machen. Es gibt nicht, ich habe keine Zeit dafür. Das ist Quatsch einfach. Und ich kann Menschen nur nahelegen, 3x3, 3x am Tag für 3 Minuten kurz etwas zu machen. Es passiert unfassbar tolle Veränderungen, die einen wirklich persönlich weiterbringen. Ja, vielen, vielen Dank da auch nochmal einfach für diesen Einblick. Ich habe gerade so gemerkt, okay, 3x3, okay, ab morgen. So, also mal schauen, ich nehme da auf jeden Fall auch was mit und mal gucken, ob ich es dann auch umsetze. Ist denn so, sagst du denn, jetzt habe ich gerade noch so einen Impuls, ist es besser, man fängt zum Beispiel mit 1x3 an? Und steigert es dann oder ist es schon schlauer zu sagen, nee, komm, jetzt sage ich mal ab morgen oder ab heute, je nachdem, diese 3x3 setze ich um und weiß ich nicht, erstmal vielleicht eine Woche oder sowas und dann gucke ich mal, wie es mir bekommt. Ja, in der das ist einfache Mathematik. Plus ist Plus, alles, was gemacht wird, ist mehr da. Das kann man wirklich ganz, ganz einfach beantworten. Also ich würde sagen, alles, was gemacht ist, kannst du dir super auf die Schulter klopfen. Wunderbar. Und du wirst merken, es wird wie eine Art Droge. Es wird ein, im positiven Sinne, das wollen wir ja ganz bewusst hier vorheben, es wird wirklich zu einem Begleiter im Alltag. Und es ist natürlich so, dass wir uns das wissenschaftlich so angeschaut haben, ab wann entstehen auch nochmal größere Effekte. Und dabei können wir schon so sagen, dass in den meisten Fällen, das schwankt natürlich ein bisschen, so nach 90, 120 Minuten wirklich auch wieder irgendwas passieren darf, kann man sich so ein bisschen wie eine Parkuhr vorstellen, dann schmeiße ich da wieder 2 Euro rein, dann kann ich erst wieder eine Stunde geparkt haben. Also da macht es schon Sinn, natürlich immer wieder auch was zu machen. Aber am Ende, wie das jemand für sich umsetzt, alles, was gemacht ist, ist klasse, ist Plus. Ja, und besser als gar nichts, ne? Genau. Ja, das ist ja, da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir meinten, dass es eben nicht immer nur die Stunde sein muss oder wenn ich mal nur ein paar Minuten was gemacht habe, dann denkt man immer gleich, oh, ist zu wenig. Nee, Hauptsache man hat überhaupt irgendwas gemacht, ne? Ja. Genau. Und gerade an der Stelle ist auch Abwechslung ein unheimlich toller Reiz. Ich meine, wir kennen das vielleicht, lesen ein Buch, dann lesen wir es nochmal, haben völlig neue Erkenntnisse, aber irgendwann nach dem 5. und 6. Mal kann man es dann vielleicht schon selber auswendig vortragen. Da ist es wirklich so, dass Abwechslung unheimlich viel machen kann, weil der neue Reiz für unseren Körper immer der stärkste Reiz ist. Das kennen vielleicht auch ein paar, die mal in den Bergen unterwegs sind, gehen viel als Flachland-Tiroler durch die Gegend, passiert nichts, sind einmal in den Bergen, machen 2, 3 bergauf, Gänge gar nicht lange und am nächsten Tag so dicke Oberschenkel. Also der unbekannte Reiz ist für unseren Körper so, dass er viel, viel effektiver ist. Okay. Und was ist denn so dein
dein Wunsch für alle Zuhörer oder für alle Menschen meinetwegen auch? Ja, aber sagen wir mal für unsere Zuhörer, was ist so dein Wunsch? Ich glaube, dass in diesem Podcast ja wirklich schon auch Menschen sind, die anders denken, die auch sowieso einen anderen Blick auf diese Welt haben. Und das finde ich total cool. Und ich glaube, dass deswegen auch eine Offenheit dafür da ist, ein bisschen Pionier da drin zu sein. Weil das ist am Ende wirklich etwas. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Viele Menschen machen eben doch ihr Handeln sehr vom Äußeren abhängig. Wenn ich also mich irgendwo an der Haltestelle hinstelle oder im Zug kurz aufstehe, oder auf der Arbeit im Großraumbüro kurz aufstehe und ich mache so eine Siegerpose, ja klar werde ich komisch. Oder mal so 10 Hampelmänner. Genau, ja, die Leute denken erstmal, was ist denn mit dem Menschen los? Und wer jetzt es schafft, aus diesem Blickwinkel zu gucken, ich bin ein Role Model, ich bin ein Vorzeigemodell, ich kann Menschen hier in ihrer Gesundheit positiv vielleicht beeinflussen. Vielleicht ziehe ich sie mit. Ja. Ich ziehe sie mit oder ich zeige ihnen zumindest, dass das total unkompliziert ist. Ja. Das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen und vor allen Dingen aber aus der Brille natürlich, dass du als Zuhörer, als Zuhörerin davon einfach profitieren sollst. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Und weißt du was? Es dürfen uns alle Hörerinnen und Hörer definitiv mal so Screenshots schicken von so einer Aktion vielleicht oder mal teilen, ob sie sich getraut haben, da mal voranzugehen oder eben weiter Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ich bin gespannt, ob uns da was zugeschickt wird. Macht das auf jeden Fall. Und dahin geht auch die Frage, wo kann man denn von dir mehr erfahren? Wo bist du online vertreten? Hau mal raus. Ich bin natürlich in den klassischen Social-Media-Profilen zu finden unter Dr. Ben Bark, auf meiner Website, im eigenen Podcast auch mit Mind und Bodyset. Also ich glaube, wer meinen Namen eingibt, der findet mich. Wer mich finden will, der findet mich. Wer okay, oder auch in unseren Shownotes. Wir hauen da alles rein. Da kann man dann direkt raufklicken, um zu dir zu gelangen. Und wenn ich richtig informiert bin, hast du auch noch was mitgebracht für die bewohnerfreie Community, oder? Falls man mit dir noch so ein bisschen weiter wachsen will. Ja, tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, was wir der Zuhörerschaft im Bewohnerfrei-Podcast zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, dass da was sehr Cooles drin ist, weil es ja wirklich, auch wenn du das jetzt gerade gehört hast und du denkst so, Mensch, ich habe schon ein paar Ziele so und ich würde mir eigentlich wünschen, das auch umzusetzen. Den meisten Menschen geht es ja so, cool wird es eigentlich, wenn Ziele und Träume nicht nur gedacht werden, sondern wenn sie wirklich umgesetzt werden. Und das Leben ist einfach, wie ich es am Anfang auch sagte, zu kostbar und zu einzigartig, um eben nicht auch diese Chancen zu ergreifen und eben was draus zu machen. Und ich finde, Erfolg ist ein total schönes Gefühl, wie auch immer wir das definieren. Und er kommt genau dann, wenn wir eben nicht mehr 0815 die gleiche Schiene machen, sondern etwas verändern. Und in dem Zusammenhang habe ich mir Gedanken gemacht. Es gibt zwei spannende Geschichten. Wenn du Lust hast, dann bieten wir dir hier im Bewohnerfrei-Podcast eine Kombination an, die ich sonst so gar nicht machen würde. Aber es gibt eben ein Paket, Rendezvous mit dem Schweinehund heißt das. Da geht es primär darum, dass diese inneren Bedürfnisse erkannt werden, auch in Bezug natürlich auf eine Gesundheit, funktioniert aber auch für andere Ziele, um sie dann eben mit gezielten Fragen so zu verfolgen. Und es ist interaktiv. Also es ist schon so, du darfst immer noch ein bisschen was dafür machen, dass du sie dann auch wirklich mit einem Sog verfolgst, also nicht mehr so denkst, das ist gut für mich, ich muss das machen, das tut meiner Gesundheit gut, sondern dass du etwas merkst, dass dein Herz Lust darauf hat. Und das biete ich in Kombination mit einer Umsetzung an, die 99 Tage Mastery ist das, 3x3 Mastery. Da geht es darum, dass eben diese Umsetzung jetzt mit Leichtigkeit passieren darf. Mhm. Das darf Spaß machen. Es geht eben um 3x3 Impulse. Es geht aber auch um große, wichtige Blöcke. Zum Beispiel, was kann ich für Regeneration ganz einfach machen? Was kann ich für die Ernährung ganz einfach machen? Wie kann ich Bewegung ganz einfach umsetzen? Und zwar immer auf so einer Ebene, dass ich sage, wo kann ich ein bisschen Plus machen und wo kann ich vielleicht mal so ein bisschen Minus wegnehmen? Also wirklich so, dass es Spaß macht, dass das ein bisschen mit Anreiz versehen ist. Und das biete ich tatsächlich jetzt hier in einem Bundle an. Also du kannst einfach dem Link einmal folgen. Normalerweise sind das wirklich zwei getrennte Produkte. Aber hier wird es zusammengepackt. Rausgehauen. Und es gibt ordentlichen Rabatt da drauf, weil ich mir wirklich wünsche, dass es gemacht wird. Cool. Tolle Veränderungen erleben damit, ja.
Mega, vielen Dank. Wäre doch richtig cool. Auch da gerne schaut in die Shownotes rein, da ist dann auch alles hinterlegt, ne? Und dann findet man zum einen den Weg zu dir und auch zu deinem Angebot. Vielen lieben Dank, dass du da was mitgebracht hast für die Bewohnerfrei-Community. Sehr, sehr cool. Und am Ende habe ich noch was mitgebracht. Vielleicht kennst du es. Am Ende gibt es immer die kurze Fragen, kurze Antwortenrunde. Bist du bereit, Ben? Ja, es überrascht mich, aber ich kenne es nicht. Jetzt oute ich mich. Sehr gut, umso besser. Genau. Pass auf, also los geht's. Geld ist? Ein Mittel für Freiheit, das vernünftig eingesetzt werden darf. Mhm. Deine letzte WhatsApp ging an? Meine Frau. Persönlich wachse ich, indem ich? Immer wieder neue Wege gehe und gerade dann, wenn es anstrengend und kribbelig wird, weitermache, wenn ein bisschen Widerstand kommt, dann wird es besonders. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Ich liebe dich. Oh. Das beste Buch, was ich gelesen habe. Das ist wirklich anspruchsvoll, weil es ganz, ganz viele gibt. Jetzt vielleicht, um mal was Neues zu sagen, The Power of Bad von Tiermeister und Tierney und Baumeister, so heißt es. Sehr spannendes Buch. Ich glaube auch gerade für die Community hier. Okay. Und der besonderste Ort, an dem du jemals gewesen bist? Das ist die Schweiz gewesen. Urlaube mit meiner Familie. Okay. Ja. Wo da konkret? In Lenz, in der Lenzer Heide, Kanton Lenzer Heide, ja. Okay. Graubünden, cool. Wo ist der Kanton, ja. Okay. Und jetzt noch eine Frage. Wenn ich als alter, weiser Mann eines Tages vor jungen Kindern etwas erzählen darf, werde ich ihnen erzählen, dass sie ihre Träume leben sollen und sich niemals sagen sollen, dass etwas nicht klappt. Schön, genau so ist es, sage ich auch immer wieder. Vielen lieben Dank für diesen Abschluss und für all deine Energie in diesem Interview. Ich fand es großartig und ich bin mal gespannt, inwieweit ich was umsetze. Ich hoffe auf jeden Fall, dass alle, die hier zugehört haben und zugeschaut haben, jetzt hochmotiviert sind und die Energie von uns beiden mitbekommen haben und da einfach loslegen. Und wie gesagt, teilt gerne mal irgendwie auf Instagram zum Beispiel eine Story oder was oder ein Screenshot oder gebt einen Daumen hoch, wenn ihr da irgendwie begeistert wart und einfach auch was umgesetzt habt, dann lasst uns daran teilhaben. Das fände ich großartig, würde ich mich freuen. Du dich auch, oder? Absolut. Also die Mutigen gehen voran, die verändern die Welt. Also wir sind ganz gespannt drauf und ich glaube, wir finden hier ein paar Mutige, definitiv, in diesem Rahmen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Danke dir, Ben, und ich fand es großartig, dass du mit dabei warst. Es hat funktioniert hier am Abend, als wir es aufgenommen haben. Yes, ohne große Geräusche. Ich sage danke an dich und danke natürlich auch an euch, an jeden Einzelnen, der oder die hier bis zum Ende uns zugehört hat. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge hier im Bewohnerfrei-Podcast.